Ja, weiter geht's mit der Kupferpatina von Jäger. Wir haben jetzt hier den Grundanstrich. Den haben wir, was hatten wir hier genommen? Wir hatten hier genommen einen Hydroprimer, also einen Wasserprimer, weil wir hier auf Holz arbeiten und wir haben jetzt die Basis, also den großen Eimer, zu 10% maximal verdünnt. Das heißt, wir haben einfach ein bisschen Wasser reingemacht, rühren das Ganze gut auf, so dass es dann nachher schön fluffig ist und nicht so fest, dass man es auch gut verarbeiten kann. Ja, das rühre ich jetzt noch ein bisschen auf und dann geht es los mit den Streichen. Und dann kommt ihr am besten mal rüber. Ja, es geht ganz einfach. Ihr taucht einfach die Rolle, die ich auch zuvor ganz leicht mit dem Wasser vorgenässt habe, damit die eben halt nicht so spritzt. Dann geht ihr einfach bei und streicht. Ich mache das ruhig ein bisschen dicker. Streicht einfach rüber. Man kann hier auch gleich die Seiten mitmachen. Ich habe nämlich, glaube ich, ein bisschen viel jetzt genommen und streicht es. Ich mache es zweimal. Ich möchte das gerne zweimal machen. Ihr seht, dass hier der weiße Untergrund, sieht man das? Da seht ihr gleich auf der Nahaufnahme, dass der weiße Untergrund durchschimmert. Und das möchte ich nicht natürlich. Aber das sind jetzt so die Gegebenheiten, die Voraussetzungen. Deswegen mache ich es zweimal. Wir hätten natürlich auch einen anderen Primer nehmen können, so einen bräunlichen Primer. Dann hätte man das vielleicht nur einmal machen brauchen. Aber wisst ihr was? Ich sag mal so, dicker und doppelt streichen hält natürlich auch dementsprechend besser. Und ich vermute mal, dass wir dann vielleicht, also ich mache es ja auch zum ersten Mal, einen besseren Effekt haben. Ich mache das jetzt ein bisschen mit der Rollstruktur hier nach unten, weil ich mir dann so einbilde oder vorstelle, dass diese Patina so nach unten tropft. Also ich ziehe jetzt solche kleinen Nasen hier rein. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Solche ganz kleinen Nasen nach unten. Ihr braucht wirklich nicht viel, wie ich das jetzt hier gerade feststelle. Und ja, ich streiche jetzt einfach hier so runter. Na, ich muss aber gleich nochmal eintauchen. Das definitiv. Nochmal, ja, nochmal. Aber nicht mehr ganz so viel. Ja, also erstmal verteilt ihr den ganzen Kram hier. Und dann müssen wir gucken, inwiefern, ich nehme noch ein bisschen mehr hier. Naja, das kann man sich ganz schön verschätzen. Das ist also wirklich ergiebig jetzt, so wie ich das jetzt mache. Und das finde ich toll. Also man kann dann wirklich was machen. Natürlich, ich ärgere mich natürlich jetzt, dass ich das nicht mit einem grauen Haftgrund gemacht habe. Ne? Grau würde auch noch, glaube ich, funktionieren. Grau oder braun. Habe ich ja alles hier im Regal stehen. Dann hätte ich mir einen Anstrich sozusagen erspart. Aber das macht alles nichts. Wir wollen ja ordentlich was zum Patinieren bringen, also zum Oxidieren bringen. So heißt es ja richtig. So, wir haben den Grundanstrich jetzt über Nacht trocknen lassen, also mindestens 12 Stunden. Und jetzt muss der Aktivator drauf. Ja, was heißt muss? Also er sollte jetzt auf jeden Fall drauf, mindestens 12 Stunden Trockenzeit, und das machen wir jetzt. Wir müssen uns vorab überlegen, wie soll es aussehen? Ich werde den Aktivator zweimal benutzen. Mein Ziel ist es, einmal die gesamte Fläche einmal ja zu aktivieren. Und danach möchte ich gerne, dass dort oben Läufer runterlaufen. Ja, so als wenn Regen irgendetwas verwischt hätte. Das wäre so mein Ziel. Ich verarbeite das Produkt auch das erste Mal. Aus Fehlern lernt man. Wir machen einfach mal und gucken dann, was dabei raus wird. Viel Spaß! Ja, bevor wir loslegen, gut aufrühren. Wir können ja nochmal lesen, Aktivator mit Pinsel, Rolle, Naturschwamm oder Pumpsprühflasche auf die Grundfarbe auftragen. Nach einer Zwischenzeit Trocknung von 2 Stunden kann ich das erneut auftragen. Okay, alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Ich benutze gleich eine Rolle. Also ich werde hier diese kleine Maus, Molly oder Mäuschen oder... Aber kommt nicht daran, komm, dann seht ihr doch gar nichts.
So, nach kurzer Zeit sieht man schon, also ist jetzt vielleicht gerade 10 Minuten vergangen, sieht man schon, dass es anfängt zu oxidieren. Ich habe hier hinten richtig Fett drauf gehauen, in diesem Bereich, das habt ihr glaube ich auch gesehen. Hier hinten einen Tick dünner, um auch mal hier so den Unterschied zu sehen. Ja, man soll es ja zweimal machen eventuell. Ich habe es jetzt einmal richtig schön Fett drauf gehauen. Die Seiten, wie gesagt, die habe ich schon gemacht. Ja, das ist ja auch hier ein bisschen schief gelaufen alles. Ich habe ja hier meine Tonaufnahmen vergessen, deswegen mache ich jetzt das Logo sozusagen das dritte Mal. Ja, dann soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und die Technik ist wirklich ganz einfach. Ihr tragt zuerst die Grundmasse auf, praktisch den Grundanstrich. Und wenn ihr Lust habt, macht ihr am besten das mit der Rolle. Ich würde vielleicht das ein bisschen kombinieren mit ein paar Pinselstriche und dann haut ihr den Aktivator drauf. Ich habe es jetzt nicht verdünnt drauf gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich das jetzt strecke und verdünne, dann habe ich nicht diesen heftigen Effekt. Das wäre nochmal ein Test wert und ich habe es pur drauf gemacht, schön aufgerührt, pur drauf gestrichen und das war es eigentlich. Ja, so soll es auch sein, diese Kreativtechniken oder beziehungsweise echten Techniken, die sollen einfach sein und da muss ich sagen, das hat Jäger recht gut gemacht. Die haben wirklich Deckel auf, drauf streichen, Aktivator trocknen lassen, Deckel auf, also zweiten Deckel auf, Aktivator drauf und fertig ist die Soße. So soll es eigentlich sein, einfach für jedermann nachzuvollziehen. Ja, also mir gefällt es, ich bin damit eigentlich zufrieden. Dieses eigentlich, ja, das heißt, ich bin immer ein bisschen sehr kritisch. Man kann natürlich einige Sachen anders machen. So diese Läufer gefallen mir nicht ganz so. Ich hätte da hinten zum Beispiel noch gerne so einen Läufer gehabt, der auch einen Tick weiter runterläuft. So als wenn da irgendwelche Regentropfen einmal von oben nach unten runtergelaufen sind. Gut, das konnte ich jetzt nicht machen. Vielleicht hätte ich das Material doch ein wenig verdünnen können, müssen. Ich habe es mir auch nicht durchgelesen, wenn ich ehrlich bin, sondern einfach gemacht. Ja, das soll es gewesen sein. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Bis dann. Ciao.